Ich habe die schöne Aufgabe, anlässlich der 750-Jahr-Feier in Erlach das Turmlachen anzuleiten. Ja, das Turmlachen. Wir treffen uns, um in einigen historischen Türmen zu lachen. Zum Beispiel im Schlossturm, im Schulturm und im Kirchturm. Türme waren schon immer inspirierende Gebäude und noch heute läuten fröhliche, kräftige Glocken in vielen Türmen. Wir dürfen diese Tradition aufgreifen und eine heitere Botschaft ins Land hinauslachen. Auf einem Turm genießen wir die Aussicht. Wir nehmen die Weite der Landschaft wahr. Wir sehen die Schönheit, die höhere Dimension. Auch das Lachen eröffnet uns eine höhere Dimension, da wir in die Freude eintauchen. Lachen wir daher in den Türmen von Erlach. Erlachen wir uns bleibende Lebensfreude. Teilen wir diese Freude mit unseren Mitmenschen. Nun bin ich also beim Kirchturm von Erlach eingetroffen. Im Mittelalter gab es das Osterlachen. Da wurde am Ostersonntag als Freude über die Auferstehung gelacht mit dem Pfarrer in der Kirche. Wir sind doch gespannt, ob wir dieses Lachen im Kirchturm wieder hervorlocken können. Das werden wir jetzt probieren. Hier bin ich also im Kirchturm von Erlach. Es gibt auch noch in neuester Zeit das grundlose Lachen. Das Osterlachen, das grundlose Lachen. Nun, wir werden jetzt schauen, ob ich mit meinem Lachen hier das Lachen im Kirchturm hervorlocken kann. Oh. Da ist es. Es lacht ganz von selbst. Das lachende Erlach wird sich sowohl bei der Bevölkerung als auch in der Öffentlichkeit bleibend verankern. Geisterlachen im Schlossturm. Erlach lacht immer wieder und wird somit attraktiver, denn potenzielle Besucher freuen sich auf die Heiterkeit und Fröhlichkeit im Städtchen.